22 Sekunden. 22 Sekunden, ja, hätte ich auch so gesagt. Die anderen hatten 24 Sekunden, also einiges an Sekunden dahinter. 37,99 Sekunden die Zeit, die Rolf Moormann gebraucht hat. Jetzt dürfen wir trotzdem natürlich nochmal die Zeit von Robert Voss hervorheben. Der hatte 34 Sekunden. Er war natürlich nochmal eine Runde schneller. War aber auch nicht null. So, Carrera VDL, der Cadento-Sohn. Mit Jürg Frieling. Auch nicht schlecht. Der ist bei 20 in dieser Zwischenzeit. So, und muss auch ebenfalls lediglich noch. Opa, da schaut er sich sogar noch nach hinten. Und wenn er das so bis nach Hause durchbringt, ist er. Wird es eine 35er Zeit. 35,07. Carrera VDL. Mit Jürg Frieling. Rolf wird ein klein wenig traurig darüber sein, dass einer gleich schneller war. Wohl wissend aber, glaube ich, dass Rolf im letzten Jahr, glaube ich, auch oder in diesem Jahr auch Carrera eingesetzt hat als Hengst. Ne? Aber jetzt 35,07 Sekunden. Es hält Oldenburg zusammen mit den Oldenburgern.